Ich hab mich oft verlaufen, doch ich fand deine Spuren im Sand. Und für dich mich alleine, nahmst du mich an die Hand. Du wolltest, dass ich loslass, obwohl du gerne mit mir gehst. Du wolltest, dass ich heimgeh, ich wollte, dass du mich verstehst. Da wo du bist, bin ich zu Haus. Wenn du es willst, dann will ich's auch. Wohin wir gehen, ist mir egal. Hauptsache du bist da. So, und der Krankenwagen wird langsam. Ja, weil die Lunge weitet sich, die Bronchien, und das, die Gefäße werden länger. Das aber auch. Einmal so ein Schub. So für zwei Sekunden einmal Nichtraucher sein. So fühlt sich's an. Hier ist so bitter, ich rieche im Menschen. Das ist so schlimm. Ich kann auch riechen. Ja. Da saß eine, die saß auf der Couch und die fing nur an zu kreischen. Also die hat so eine halbe Minute nur geschrien, so vor Lachen. Dann hat sie sich, ja, bis danach zwei Minuten später wieder da. Und dann sitzt sie auf und sitzt sie vor uns und dann sagt sie, ey krass Leute, Alter, ich war die Couch, ihr saß drauf und ich bin immer so neu in die Szene gekommen. Also die ist immer so wie so in so einem Riesenrad, zack, Wohnzimmer, zack, Wohnzimmer. Also, die ist völlig durchgedreht, ne? Ich möchte nicht gefilmt werden. Nein. Einsteigen! Dagegen zu stehen, wir sind wieder unterwegs, auf unser Fackelzug des Wahnsinns. Wir stehen immer noch hier, bereit um durchzudrehen. Wir haben die Dinge schon gesehen, obwohl wir eigentlich Ausländer sind. Und niemand war bereit. Jetzt bring mal Käse nochmal ins Spiel. Ja, ja, das ist was denn gesagt. Riebsdorfer! Lörrachler! Wasser? Hast du gemacht? Ja, los. Nein, ich bin schon. Boah! Ah, fuck! Fuck! Oh. Ah. So scheiß Bruder, den ich hasse. Alter, Alter. Der Boden ist viel zu sauer. Kampfrolle. Aua! Aber ey, das ist doch geil. Du wolltest du meine machen? Ja, bitte. Kannst du einpacken, Digga? Wollen wir mal Bier trinken?
Oh, du bist so ein Rockstar. Eine 50-50-Mische, wow. Ja, du hast im Eins gearbeitet! Zu bleiben oder einfach nur zu fliehen. Das Herz sehnt sich nach Liebe. Der Verstand will Anarchie. Wir schreiben täglich ein Kapitel. Unser Chaos Poesie. Zwischen Realität und Träumen. In grenzenloser Fantasie. Schreiben wir unsere Geschichte. In unser Chaos. Das sieht geil aus. Nehmen wir mal weg hier. Sehr verrückt. Oh, da draußen, ne? Ich bin so ein Humpen. Guck mal, sieht doch jetzt angesoffen aus. Wie sauber. Wenn er nicht will, geil.